Schon wieder Advent. Wie schnell die Zeit vergeht. So denken sicher viele von Ihnen und auch ich. Die Zeit geht vorbei, sie bleibt nicht stehen und wir auch nicht. Mit jedem Tag, der beginnt, beginnt auch der Rest unseres Lebens. Wir wissen das, aber leben wir auch so? Die Kirche will uns im Advent wieder einmal daran erinnern, dass wir nicht ewig leben und dass wir aus unserem Leben etwas machen sollen, dass wir leben sollen. Leben aber heißt wachsam sein für das, was je neu auf mich zukommt. Leben heißt aufbrechen, neue Erfahrungen zulassen, neugierig und überraschungsfreudig bleiben. Leben heißt Erwartungen haben, Neues wagen, sich wandeln lassen. Du hast viel mehr Möglichkeiten, als du ahnst, ganz zu schweigen von den ungeahnten Möglichkeiten Gottes mit dir. Dieser Satz, der dem heiligen Ignatius von Loyola zugeschrieben wird, fordert uns heraus: Mach etwas aus deinem Leben. Ignatius meint damit aber nicht Selbstverwirklichung auf Kosten anderer. Es geht ihm darum, so zu werden, wie Gott mich gedacht hat. Für uns Christen sollte es in unserem Leben darum gehen, die Ebenbildlichkeit Gottes immer mehr durchscheinen zu lassen. Damit sind wir nie fertig, jedenfalls nicht in dieser Welt. Die Vollendung finden wir erst in der Ewigkeit. Gerade deshalb aber leben wir als Christen in der Veränderung, weil wir niemals fertig sind. Nichts ist dem christlichen Glauben, nichts dem Leben als Christ gefährlicher als die Macht der Gewohnheit. Nichts ist lähmender als die Ruhigstellung christlicher Hoffnung, als der Verlust der Leidenschaft. Die Christin und Denkerin Madeleine de Prel sagt: Wir verkünden keine gute Nachricht, weil das Evangelium keine Neuigkeit mehr für uns ist. Wir sind daran gewöhnt. Der lebendige Gott ist kein ungeheures, umwerfendes Glück mehr. Wenn wir von Gott reden, reden wir eine Idee, statt eine erhaltene, weiter verschenkte Liebe zu bezeugen. Genau gegen diese ungute Gewohnheit steht der Advent. Er sagt uns, in allem ist etwas zu wenig. Alles in der Welt trägt ein Verfallsdatum. Daran wurden wir gerade dieses Jahr auf der ganzen Welt schmerzlich erinnert. Doch das ist nur die eine Wahrheit. Die andere ist, alles trägt auch eine Verheißung in sich. Und zwar nicht nur eine Verheißung als Vertröstung auf die kommende Welt. Schon jetzt ist das Reich Gottes angebrochen. Schon jetzt leuchtet das Licht des Hochzeitssaales in unserer Welt. Schon jetzt hören wir die Musik. Mit Jesus Christus ist schon ein Stück Himmel zu uns auf die Erde gekommen. Der Advent will in uns das Feuer der Sehnsucht nach dieser Verheißung entfachen. Diese brennende Sehnsucht schenkt uns einerseits die Liebe zum Leben. Zugleich aber schenkt uns die Sehnsucht den Mut, uns mit dem jetzt Bestehenden nicht zufrieden zu geben. Wir wollen mehr und anderes. Wir wollen, dass jeder und jede erkennt, wie sehr Gott ihn und sie liebt. Jetzt schon, bedingungslos. Als Christen wissen wir, noch sind wir nicht am Ziel. Noch plagt uns so manches in der Welt, noch bedrohen uns Krankheiten, Katastrophen, Unglücksfälle. Aber weil Jesus durch seinen Heiligen Geist bei uns ist, dürfen wir darauf vertrauen, wir sind mit all dem nicht allein. Er lässt uns niemals allein. Er ist der Immanuel, der Gott mit uns. Sehr bezeichnend wird dies in dem Adventslied O komm, Immanuel besungen. O komm, Immanuel,
nach dir sehnt sich dein Israel. In Angst und Elend liegen wir und flehen voll Sehnsucht auf zu dir. Freut euch im Herrn, denn er ist nah. Bald ist der Welterretter da. Tragt eure Sorgen, eure Not mit Dank und Bitten hin vor Gott. Nun komm, du unser Herr und Hirt, dass endlich uns die Rettung wird. Komm, Herr, erlöse deine Welt, die sonst dem Unheil ganz verfällt. Biet auf, Erlöser, deine Macht, erleuchte uns die dunkle Nacht. Du Licht vom Vater ausgesandt, führ uns in das verheißene Land. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, der du das Heil der Menschen bist. Schaff uns in deiner Liebe neu, mach uns in deinem Dienste treu. Freu dich, o Israel, bald kommt Immanuel.